Es gibt viele große Sachen, die auch so Let's Played werden, die gebaut werden. Aber das wird echt, also ich kann euch sagen, das wird. Kommst hier hoch und dann zack, ja, das sieht gut aus. Und lol? Was? Warum spawnen die hier? Frage ist hier schon wieder mehrere. Alter, was? Jo, die ist ja schon wieder voll. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir bauen heute hier weiter. Ihr habt nämlich was verpasst. Ich habe eine Folge aufgenommen. Ich bin manchmal so in Folgen, wisst ihr, ich bin manchmal echt ungesprächig. Und manchmal bin ich echt leise. Und irgendwie gefallen mir die Folgen dann nie. Wir haben eigentlich nicht viel gemacht, außer dass wir hier einmal ein paar Villager wieder hergebracht haben und ein Auffangsystem für die Loren. Und drüben haben wir einfach nur ein Abtransportiersystem für die Villager gebaut, also nicht viel. Außerdem habe ich euch gezeigt, hier, ihr werdet vielleicht ein bisschen überrascht sein, ich stand ein bisschen AFK. Und wir haben jetzt tatsächlich Eisen so viel, dass wir es eigentlich, glaube ich, nie wieder verbrauchen können. Außerdem habe ich zwischendurch nur ein paar Bäume gepflanzt, da unten, das seht ihr ja da. Mehr war es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie gesagt, manchmal werde ich in Aufnahmen so ein bisschen zurückgezogen, in mich reingezogen, würde ich sagen. Und bin dann so in meinen Gedanken, aber teile euch davon nichts mit und rede dann richtig wenig. Und wir haben übrigens unseren Hund wiedergefunden. Der ist irgendwann zu mir gekommen und aufgetaucht und dann war er halt da. Nee, aber manchmal bin ich so ein bisschen, naja, zurückhaltend, wie gesagt, so ein bisschen in mich eingekehrt. Ja, das ist halt dann das Problem an den Aufnahmen, dass ich oft halt einfach dann wenig rede und mir deswegen das Material im Schnitt gar nicht gefällt. Deswegen sage ich dann manchmal, yo, und übrigens, meine Musik ist nicht an. Ja, deswegen sage ich dann manchmal, yo, ich nehme die Aufnahme einfach nicht und nehme einfach neu auf. Naja, aber auf der Liste steht heute erstmal, will ich hier die Bäume abbauen und danach will ich den Hafen weiterbauen, denn der Hafen, unter dem Hafen will ich die Untergrundstadt bauen mit den verschiedenen automatischen Farmen. Bedeutet, ohne den Hafen können wir eigentlich nicht die automatische Farm bauen und das ist jetzt das Problem. Und ich will ganz kurz vorher noch hochgehen und unsere Hühnerfarm will ich fertig bauen, weil da ist ja jetzt alles in eine Kiste geleitet worden und ich finde, da sind jetzt genug Eier drin. Und die will ich einmal kurz so umbauen, dass es alles funktioniert und dass wir da auch die Essensversorgung endlich ordentlich haben. So, ich müsste jetzt theoretisch alles haben und oh Mist, ich habe vergessen, da oben die Dings zu machen, egal. Ja, wir haben jetzt hier, ja, wie gesagt, fast eine Doppelkiste an Eiern. Also das sollte auf jeden Fall reichen für unser Vorhaben. Das Ding ist ja, wir haben ja hier unsere Hühner, ne? Und ich will die eigentlich unendlich bauen, in Anführungszeichen. Wir müssen nur uns darum kümmern und... Lol. Wir müssen uns nur darum kümmern, dass wir das irgendwann abbauen, weil sonst bauen hier so viele Hühner, dass es irgendwann so anfängt zu ruckeln. Theoretisch ist das nicht viel, außer dass wir hier jetzt einen Werfer setzen. Oh Mist. Den sollte man natürlich richtig setzen. Ich glaube aber, wir müssen den Werfer sogar einen Block tiefer setzen. Es tut mir leid, liebe Hühner. Sorry. So. Wir haben ja aber genug Eier von denen bekommen, deswegen. So. Dann wird nämlich über die Trichter, hier kommen dann die Hühner rauf. Zack. Machen wir hier zu und hier kommt dann, keine Ahnung, was wir da für einen Block rüber setzen. Mal gucken. Hier muss noch irgendeine Redstone-Clock an den Werfer rangebaut werden. Okay, ich habe jetzt hier kurz ein bisschen rumgetüftelt. Und ihr seht, es ist ein bisschen, ja, sehr, sehr, sehr kompliziert geworden. Also im Prinzip ist es nichts, außer dass... Der Werfer gibt ein Redstone-Signal aus, wenn was dort reinkommt. Das Redstone-Signal wird von dem Beobachter gelesen und das Redstone-Signal gibt dann an den Zylinder was aus. Nein, andersrum, sorry. Der Zylinder gibt das Redstone-Signal aus, bla bla bla, der Beobachter gibt es weiter an den Werfer und der Werfer wird activated. Dass er das rausschießt, ich kann es euch hier auch nochmal zeigen. Zack, bam, bam. Dann geht das in unser nächstes System und das System führt dann ganz easy hier vorne rein. Jetzt müssen wir hier noch überall einmal Blöcke hin tun. Dann kommt da einfach eine Treppe hin. Und wie gesagt, hier wäre halt am besten wirklich ein Glasblock. Aber ich würde erstmal einen Zaun einfach dorthin bauen. Weil ich jetzt nicht die Ressource habe, um einen Glasblock zu machen. Und wir tatsächlich auch kein Glas hier haben, so. Und da kommen die, oder dürfen die Hühner eigentlich auch nicht rauskommen. Es ist ganz einfach erklärt. Ich spawn hier jetzt Hühner rein, die legen Eier. Diese Eier werden hier gegengeschossen, spawnen hier Hühner rein. Und die Hühner werden ja unendlich da reingespawnt. Und diese Hühner legen dann Eier. Und diese Eier werden hier reingespawnt. Und hier sterben die Hühnchen und müssen in die Kiste kommen. Sag mal, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Hühner spawnen, nicht so hoch? Also ich bekomme so pro Stack an Eiern circa ein Huhn raus, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Ja, und wir müssen halt, wie gesagt, wirklich aufpassen, dass es hier nicht anfängt zu laggen. Also ich kann mir so gut vorstellen, dass es hier einfach wirklich so doll anfängt zu ruckeln, wenn wir das zu lange so lassen. So Leute, ich habe jetzt schon alles gespawnt und vielleicht hört ihr, ich weiß nicht, ob ich es im Schnitt leiser mache oder nicht, aber das ist ja mal so laut und nervig, wie die auf dem Boden rumtippen. Die sind jetzt alle noch aufgeregt, weil ich sie gerade erst gespawnt habe. Die hier haben sich schon wieder beruhigt und sich auch auf einem Block gesammelt. Aber sonst sieht das doch
echt wunderschön aus. Also ich freue mich schon auf das Chicken, auf das Mac Chicken. Und hier leere ich jetzt mal die Kiste. So, und apropos, wir haben ja hier immer noch die Armbrüste. Ich kann die jetzt mal testen, weil ich habe ja jetzt Pfeile. Und wir konnten die ja mal nicht testen, das weiß ich. Wie sieht denn das aus? Oh, sind die Dinger stark? Sind die stärker als ein Bogen? Man muss sich aber so dran gewöhnen, ne? Aber theoretisch, ich behalte die einfach mal in meinem Inventar. Und schau mal, wie das mit der so funktioniert, wie das mit der aussieht. So, Leute, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Und ich gehe jetzt direkt mal runter und... Hallo, Wuffi! Ich gehe jetzt direkt mal runter und kümmere mich darum, dass wir den Hafen heute noch ein bisschen weiter bauen. Wenigstens so ein bisschen. Die Frage ist hier schon wieder mehr drin? Alter, was? Jo, die ist ja schon wieder voll. Leute, das Ding ist, ich stand jetzt hier, ich habe seit einer halben Stunde nehme ich auf und habe jetzt nur die Farm gebaut. Und einfach schon wieder 2,5 Stacks Eisen. Damn, Alter, diese Farm ist so heftig. Es tut mir leid, Bruder, aber ich brauche die Leine, okay? Es tut mir leid. Ja. Ich brauche die Leine, nein, bitte nicht spucken. Nicht spucken, bitte nicht anspucken. Nein, ah, bitte, hört auf. Hört auf, Leute. Ey, hört auf, nicht spucken. Spucken ist eklig. Ist okay. Friede. Nein, du spuckst, Hä, jetzt rennst du was, oder? Jetzt rennst du, hä? Hä? Zack. Alter, spuckst du. Bleck bloß. Ja, ich hab jetzt zwei Leinen, Leute. Wo die herkommen? Keine Ahnung, die waren einfach in meinem Inventar plötzlich. Und ja, apropos, wir haben jetzt auch einen Pfeilmacher, mit dem habe ich letztes Mal auch schon getradet. Übelst geile Trades. Ich feiere den Typen. Richtig korrekter Dude. Und auch ein Bibliothekar. Ich hoffe immer, dass wir Mending durch die bekommen. Aber mal sehen. Aber was ich jetzt erstmal noch machen muss, was ihr nicht sehen werdet, was ich wahrscheinlich hier schnell schneide. Einmal die kompletten Bäume abbauen. Und mir auf jeden Fall dann noch ein Feuerzeug machen, weil diese großen Bäume baue ich nie ab, die verbrenne ich immer nur. Ey, ich finde die Armbrust übel geil, ne? Wenn die heftig verzaubert ist, dann ist sie bestimmt auch stärker, als dass ich einen Zombie mit 18 Hits töten muss. Das Ding ist, Leute, ich habe mich mal schlau gemacht. Ich guck mir auf YouTube... Ich guck mir auf YouTube zurzeit öfter Timelapses an von so Building-Teams und sowas, die halt so richtig kranke Sachen bauen, ne? Sowas, wo du eigentlich so normal 80 Stunden für brauchst, gefühlt. Ich habe mir da mal ein paar Ideen rausgeguckt, so. Sobald wir das Schloss anfangen zu bauen, also das dauert auf jeden Fall noch eine Weile. Ich schmiede hier immer schon die Pläne für in gefühlt 3 Jahren. Dass unsere Burg, unser Hauptsitz, so, der ja da hinten dann irgendwo sein soll später, wird auf jeden Fall, so, Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, das wird krank. Das wird echt, also, es gibt viele große Sachen, die auch so Let's Played werden, die gebaut werden. Aber das wird echt, also, ich kann euch sagen, das wird, das kann ich nicht beschreiben, wie heftig das wird, Jungs. Das wird krank. Einfach krank. Mehr sage ich nicht, das wird heftig. Ich habe jetzt hier ganz kurz mal meine Chests ein bisschen sortiert. Und einmal alles, was hier jetzt in letzter Zeit aufgekommen ist, so ein bisschen einsortiert. Und ne, so ein bisschen halt nicht wirklich viel. Dass wir wenigstens so eine minimale Ordnung hier drin haben. Und ich habe gleich die restlichen Bäume angezündet. Und jetzt kann ich mich wenigstens zum Schluss der Folge noch kurz hier um unseren Hafen kümmern. 1, 2, 3, 4, ein Block zurück, 5. Und das ist dann noch die Stelle, wo es normal hochgeht. Heißt bis auf die Höhe dort. Hier ist dann die Stelle, wo es genauso hoch geht noch. Und der nächste Punkt wird dann der Punkt, wo es schon höher geht, um 3 Blöcke. Habe ich mir vorgestellt, Wir machen um 4. Ich glaube, um 4 sieht am Ende besser aus. Du kommst hier hoch und dann zack, ja, das sieht gut aus. Und jetzt gehen wir ab hier höher. Um 4 Blöcke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, habt ihr hier die untere Ebene und dann geht's hier mit einer Treppe hoch zur höheren Ebene. Und dort hinten haben wir dann auch jeweils andere verschiedene Ebenen. Wisst ihr, damit es so ein bisschen, ich weiß nicht, variiert, kann man das so sagen, damit man dort halt einen Unterschied sieht. Die Frage ist, ich weiß, hab noch gar keine Ahnung, das Ding ist da hinten, kommt ein Haus hin. Vielleicht zieht sich das auch bis hier nach vorne sogar. Und ich weiß noch nicht, wie das dann aussieht. Das Ding ist, deswegen will es hinten höher bauen, weil wenn das Haus da steht, sieht man das, denke ich, nicht mehr so doll. Genau, so machen wir das. Dann hast du 1, 2, 3, 4. So, dann hast du 5. Und dann geht der hier wieder bis auf die Höhe von dem Block da. So. Und hier ab dem nächsten würde ich wieder sagen, dass wir nochmal um 3 Blöcke einen Höhenanstieg setzen. Ich glaube, das wird jetzt für den Anfang wahrscheinlich sehr, sehr komisch aussehen. Einfach weil die Balken so hoch sind im Gegensatz zu dem restlichen Hafen. Aber später, wenn hier das Haus steht, denke ich, wird das völlig anders aussehen. So. Also dadurch, dass dann das Haus ja im Prinzip noch eine extra Erhöhung ist,
wird es, denke ich, echt gut dazu passen. So, und dann geht es im Prinzip bis hier. Hier ist dann Ende, hier ist noch die Wand, die baue ich jetzt noch ab. Einfach damit hier noch ein größerer Unterschied von der Höhe her ist. Und du gehst mal weg, Creeper. Papa! Mein Vater versucht gerade herauszufinden, wie die Waschmaschine funktioniert. Es ist echt lustig mit anzusehen. Naja, so. Weil dann haben wir hier im Prinzip so eine Abgrenzung in Anführungszeichen. Und können hier, also das hier wird definitiv eh alles abgebaut, das kann ich euch jetzt schon sagen. Dass wir wenigstens so ein bisschen Fläche haben und dort kommt dann, vielleicht kann man da auch wieder ein Fenster einbauen, wo ein Kran rausragt. Das wäre heftig. Naja, Leute, ich würde sagen, ich gehe kurz mal noch ins Bett. Aber ich würde sagen, ich hoffe, euch hat die kleine Folge gefallen. Wir haben jetzt hier im Prinzip den Hafen, wie ich ihn vorhabe. Und lol? Was? Warum spawnen die hier? Das sind doch diese Dinger, dass man den Effekt bekommt, dass wenn man ein Dorf betritt, man, lol, hä? Ich wollte die Folge beenden, Jungs. Und jetzt habe ich dieses Böse oben, dass wenn ich ein Dorf betrete, fuck, zählt mein, nein. Leute, das erfahren wir in der nächsten Folge, ob mein Eisengolem-Farm als Dorf zählt. Weil ich bin der Meinung schon. Naja, Leute, das hier ist erstmal mein Plan. Ich hoffe, euch hat es dir gefallen. Bis morgen um 17 Uhr und ciao. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far. Like a dragonfly, just grab my hand.